Ja, Reformation oder die ersten Werke tun. Das heißt, das tun, was von Beginn an eigentlich normal war im christlichen Leben, im Leben des Volkes Gottes. Der 31. Oktober ist für die Welt draußen ein neuheidnischer Festtag geworden. Da wird die Angst vor den Dämonen und den Geistern gefeiert. Im Prinzip ist es ein Rückschritt in einige keltische Gedanken und Philosophien und Vorstellungen, Dinge, die mit Angst zu tun haben, um durch die Zelebration, durch die Feier der Angst, die Todesangst, die eigene zu überwinden oder was immer dahinter steckt. Eigentlich schade für ein ehemals christliches Land wie Österreich, dass es wieder so zurückgeschlittert ist, aber wir werden sehen, der Glaube, die Erweckung, die Reformation ist nicht etwas, das automatisch von Eltern auf Kinder weitergeht. Das hört wieder auf. Die christliche Mission, die durch die iroschottischen Mönche nach Österreich gekommen ist, das waren erweckte Männer, das hört wieder auf. Man kann es vielleicht mit Gewalt, mit Administration und Organisation und guten Zureden äußerlich aufrechterhalten. Aber wenn es keine Herzensveränderung in jeder einzelnen Seele gibt, jeder einzelnen Person, dann geht das wieder weg. Dann ist es nur ein Aufflackern der Ewigkeit, ein kleiner Lichtstrahl der Ewigkeit in unseren finsteren Zeiten, was eine Erweckung ausmacht. Wir feiern einer dieser Erweckungszeiten morgen, den 31. Oktober, den Reformationstag. Wir sagen, das ist viel besserer Gedenktag als der Rückfall ins Heidentum, wenn wir den Reformationstag vor Augen halten. Dieser Reformationstag hilft uns, diesen Zeitgeist der Angst, des Hasses und der Flucht vor Gott zu überwinden, wenn wir ihn richtig für uns nützen. Gedenktage dienen nicht dazu, uns zu nützen, uns zu helfen, etwas besser zu verstehen oder etwas neu zu ergreifen. Wie jetzt am Nationalfeiertag zumindest eine Partei gesagt hat, die Neutralität ist wichtig, zu der wir uns damals verpflichtet haben. Der Nationalfeiertag ist dieser Stachel im Fleisch der Kriegstreiber und Globalisten in unserem Land, der uns ständig erinnert, oh hey, wir sind ein neutrales Land. Wir haben nichts mit diesen Kriegen der Welt zu tun. Wir sollen vermitteln, wir sollen Friedensstifter sein. Im Prinzip ein christlicher Gedanke und Ansatz, der für uns von der Bergpredigt halt auch ganz klar ist. Wir sollen uns nicht an den Kriegen der Welt beteiligen, wir sollen für Versöhnung, für Frieden eintreten. Die Reformation hat das unter anderem ans Licht gebracht, indem die Bergpredigt auf einmal auf Deutsch verfügbar war. Einige haben es vertieft verstanden, die anderen weniger. Aber durch die Übersetzung der Bibel war es dann möglich, zu lesen, was Gott eigentlich gemeint hat. Die Welt ist jedenfalls abgedriftet. Und christliche Kirchen, die seit Jahrhunderten gesagt haben, mach so wie alle anderen, passt dich an die christliche Gesellschaft, dann bist du ein guter Christ. Die schwimmen jetzt mit, weil die Gesellschaft ist nicht mehr christlich, aber anpassen tut man sich trotzdem. Man passt sich erst als Christ einer unchristlichen Gesellschaft an und wird mitgerissen in diesen heillosen Strom der Finsternis. Bedenkenlos machen die meisten alles mit. Und auch viele bibeltreue Gemeinden passen sich lieber an, damit sie nicht als zu extrem oder sektiererisch gelten. Und es ist so in etwa die Zeit, von der Paulus redet an Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott und ich denke, diese Aussage trifft unsere Zeit heute ins Schwarze. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft, aber verleugnen sie, das ist ein Christentum, das keine Kraft mehr hat, das einfach nur mehr mitschwimmt. Und dann heißt es klar, von solchen wende dich ab. Mit denen hat nichts zu tun. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Schreckliche Zeiten. Aber es waren fast immer
die Frommen und die Treuen, die dem Herrn nachfolgen, wie Josua oder Kaleb, wie Henoch oder wie andere, waren immer eine erschreckende Minderheit in einer Masse von Gleichgültigen und bewusst Bösen. Paulus schreibt weiter, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und der Timotheus soll sie nicht einschüchtern lassen, weil sie ihm nicht zuhören wollen, weil die Leute empfindliche Ohren haben. Ah, empfindliche Ohren, wollen nicht mehr alles hören. Er soll das Werk eines Evangelisten tun. Und wir werden gleich sehen, worauf sie empfindlich reagieren. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne. Das hört keiner gern. Aber die Art und Weise macht es auch aus, mit aller Langmut und Belehrung. Nicht mit dem Stellwagen ins Gesicht. Die Wahrheit so sagen, dass es auch angenommen und verstanden werden kann, aber beharrlich dafür eintreten. Ob es jetzt passt oder nicht passt, zur Zeit oder zur Unzeit, zu jeder Zeit. Wenn wir dann morgen auf die Straße gehen und singen, dann ist die Erfahrung so, dass die Leute das Singen gern hören. Bleiben vielleicht auch stehen, hören ein bisschen zu. Singen ist schön, wo gesungen wird, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. So heißt das Sprichwort, ja. Aber so wie man dann anfängt, eine Botschaft zu predigen, dann gehen viele wieder weg und wollen es nicht hören. Und das ist auch normal. Sollen wir ihnen den Gefallen tun, zu schweigen? Nö. Das Wort muss gepredigt werden. Mitten unter den Menschen, die da vorbeigehen, gibt es nämlich Menschen, die genau das suchen, was Christus anbietet. Und das muss zusammengebracht werden. Da gibt es Leute, die suchen den inneren Frieden, die suchen ein reines Gewissen, die suchen einen Sinn im Leben, die suchen Lösungen für ihre Probleme, in die sie verstrickt sind, die suchen Befreiung aus ihren Bindungen. Da gibt es Leute, die gehen da vorbei auf der Straße tagtäglich überall, die eigentlich in ihrem Innersten verzweifelt sind. Ja, und da drinnen in unserem guten, dicken Buch stehen alle Antworten. Und es ist unser Auftrag, es irgendwie an den Mann zu bringen, an die, die suchen. Und die einfachste und direkteste Methode ist es, an einem öffentlichen Platz, wie es in Sprüche 8, 9 heißt, die Weisheit steht auf den Straßen und ruft. Ja? Kommt's, tretet's ein. Und das muss zusammenkommen. Die Suchenden müssen mit dem Suchenden zusammenkommen. Und Gott sucht auch die Menschen. Die, die Gott suchen, müssen mit dem Gott zusammengebracht werden, der die Menschen sucht. Und das geschieht durch die Predigt des Wortes. Und es gibt also Leute, denen Gottes Herz auftut, immer wieder mal. Und Gott schickt Leute sogar manchmal ganz bewusst an solche Plätze, so wie er damals die Stefanie zu mir geschickt hat wegen der Wohnung. Gott führt Menschen auf Weisen, die wir nicht nachvollziehen können, wo wir dann oft nur staunen. Und darum müssen wir rausgehen, regelmäßig, ob es den Menschen jetzt gefällt oder nicht. Natürlich ist es eine Belästigung, das habe ich das letzte Mal gesagt in Krems, ich belästige sie, ja. Wahlplakate sind auch belästigend und was sonst noch alles belästigend auf uns hereinströmt. Die Werbung bei YouTube-Videos ist auch belästigend. Permanent werden wir belästigt, dann wollen wir doch lieber mit dem Wort Gottes ein bisschen aufschrecken. Gut, und ich war dann bei der Behörde in Zwettl, habe unsere Versammlung rechtmäßig angezeigt und habe gehört dort, eigentlich bräuchte man gar keine Versammlungsanzeige machen, weil es ja eine religiöse Versammlung ist. So eine religiöse Versammlung könnte man theoretisch immer abhalten auf der Straße. Aber ich habe gesagt, ich mache es trotzdem, habe es ihm auch gesagt, bei der Behörde, machen wir es trotzdem so, dann haben wir was in der Hand. Wenn sich jemand aufregt, kann man immer sagen, wir haben das behördlich bewilligt, das ist schon in Ordnung, das hat alles ist alles rechtens. Ja. Und ich bin ja froh, dass das in unserem Land so einfach geht. Also wir haben die Bewilligung, wir haben ein feines Gespräch mit dem Herrn Magistrat. Und Gott sei Dank geht es einfach, dann können wir es machen. Andere Christen in anderen Ländern würden sich freuen, wenn es so einfach ginge wie bei uns.
Aber genau das hat mit Reformation zu tun. Denn so wie das Wort Gottes ins Deutsche übersetzt worden ist, ist es auf den Straßen und Plätzen verkündigt worden. Nicht nur in den Kirchen. Das war Gesprächsthema. Von den Stammtischen bis zum Marktplatz. Überall ist darüber geredet worden. Reformation bedeutet Gottes Wort bekannt machen, Christus verkündigen. Und das hat Europa verändert. Die Bibel auf einmal in einem allgemeinverständlichen Deutsch, die Druckerpresse und ein kleines bisschen reformatorische Provokation. Gut, diese Provokationen haben manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ohne Provokation geht es dann auch nicht. Man muss irgendwo die Leute aufmerksam machen. Also eine Provokation war zum Beispiel, dass Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Schlosskirche von Wittenberg an die Tür genagelt hat. Das ist eine Provokation. Da schaut's her, da geht der Mönch über den Marktplatz, so eine große Rolle Papier, plakatmäßig ungefähr, also ich schätze mal, DIN A2 wird das schon gewesen sein, mit der Rolle unter dem Arm, ein Hammer, ein paar Nägel, geht hin zur Schlosskirchentür, hält an und pack, 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 nagelt es da an, die Leute schauen, die schauen, was macht er da, der Luther geht weg, die Leute gehen hin und lesen, das ist ja arg, das stimmt ja, das ist ja voll richtig, was der da schreibt, auf einmal ein Aufruhr, auf einmal verbreiten sich diese Thesen in Windeseile in ganz Deutschland und lösen einen Flächenbrand aus. Provokation. Oder Luther ist dann auf die Wartburg gekommen, in Schutzhaft, und hat dort die Bibel übersetzt, Septembertestament. Und während er auf der Wartburg war, im Februar 1522, hat Andreas Bodenstein von Karlstadt in Wittenberg einen Bildersturm veranstaltet. Das heißt, er hat aus der Schlosskirche sämtliche Altarbilder rausgerissen, sämtliche Kreuzwegsbilder raus und verbrennt und vernichtet. Die kostbare Orgel beschädigt dabei. Also da war der Luther nicht glücklich, so radikal wollte er es nicht haben. Aber das hat ein Gespräch gegeben. Denn wir werden sehen, wie nachher Josia etwas Ähnliches macht. Er wirft sämtliche Götzenbilder aus dem Tempel Jerusalems raus, die dort nichts verloren haben. Denn wo steht denn bitte in der Bibel, dass wir Bilder anbeten sollen? Dass wir vor Bildern und Kreuzen einen Kniefall machen sollen? Steht ja nirgends drinnen. Es ist sogar ausdrücklich gesagt, du sollst ja keine Bilder machen und vor ihnen niederfallen. Das steht in der Bibel. Und das Gegenteil wird gemacht. Und der Karlstadt hat gesagt, außer damit, steht nicht in der Bibel, braucht man nicht, weg damit. Na, Luther wollte es Moderator haben. Karlstadt war radikal, hat provoziert. Oder im selben Jahr 1522, ein Zunftgenosse von mir, der Christoph Froschauer, hat in Zürich in der Fastenzeit am 9. März ein Wurstessen veranstaltet. Na, stellt euch das vor. Ich lese euch ein bisschen was vor zu diesem Wurstessen. Ich liebe das, ja. Liebe auf Würst, ja. Aber hört euch das an. Am 9. März 1522, ist der erste Sonntag nach Aschermittwoch, haben sich im Haus des Zürcher Buchdruckers Christoph Froschauer eine Menge Gäste eingefunden. Kaufleute, Gelehrte, angesehene Bürger, auch ein Priester von Großmünsterstift ist da, Huldrich Zwingli, ein guter Freund des Buchdruckers. Die Köchin tischt auf. Erst gibt es Fasnachtsküchli, traditionell ohne Ei. Dann werden zwei Räucherwürste in Scheiben geschnitten. Jeder, der will, darf mal. Später werden die Teilnehmer dafür sorgen, dass das, was sie getan haben, sich ringsum rumspricht in der Stadt. Denn das Ganze ist vor allem eine gezielte Provokation. Die Wurstesser sind unzufriedene Christen. Mit dem Fastengebot der Kirche wird Schindluder getrieben. Tiere, die wie Biber oder Otter aus dem Wasser kommen, die kommen auf den Tisch. Man erklärt den Biber, den Otter, zu fischen, weil sie im Wasser leben. Du kannst das essen. Ja? Einen Braten hat man in Fischform angerichtet und hofft, dass Gott seine irdischen Vertreter das nicht mitbekommen. Schaut eh aus wie ein Fisch. Schmeckt zwar noch ein Schweinslungenbraten, schaut aber aus wie ein Fisch. Ja? Richtig zugeschnitten. Ja. Und weil mit Geld alles geht, kann man sich bei der Kirche auch vom Fastengebot freikaufen. Man nennt das den Butterpfennig. Na, Zeus hat ein bisschen was, ja.
Und so essen jetzt Froschauer und seine Freunde in der österlichen Fastenzeit Würste und erzählen das rum. Es reagiert darauf nicht die Kirche, sondern der Rat der Stadt Zürich. Der Akt wird als öffentliche Ruhestörung angesehen. Die Wurstesser müssen vor dem Rat erscheinen und ihr Tun rechtfertigen. Das ist genau, was sie beabsichtigt haben. Froschauer, der Buchdrucker, verteidigt sich weltlich. Er und seine Leute hätten hart zu arbeiten gehabt. Ein großer Auftrag für die Frankfurter Buchmesse. Von dem ewigen Brei würde dabei niemand satt werden und Alve Fisch wäre bei den Preisen nicht drinnen. Also, wurscht. Billiger wie Fisch. Gibt Kraft. Huldrych Zwingli, der Gottesmann, argumentiert auf seine Weise, es sei das Fastengebot nicht das Wort des Herrn. Nichts davon stünde in der Bibel, es sei Menschenidee. Er haltet es jedoch für Blasphemie, als habe Gott versäumt, so etwas vorzuschreiben. Und wenn Christen diesem Gebot nicht folgen möchten oder können, würden sie sich als Sünder fühlen. Zwingli sagt, Schluss damit. Soweit das Zitat vom Radio Bayern 2. Da haben sie eine Zusammenfassung gegeben über die Geschichte, aber so war das damals. Ja. Es ist ein Statement gewesen gegen die Heuchelei und auch gleichzeitig eine Rückbesinnung. Steht das eigentlich wirklich so in der Bibel oder haben sie das Menschen ausgedacht? Kann es sein, dass Gott einen Fehler gemacht hat, dass er diese Fastengebote nicht in der Bibel aufgenommen hat? Ich meine, die Apostel haben so viel geschrieben. Hätte der Paulus das auch noch reinschreiben können irgendwo an einen Philippus oder sonst was? Irgendwen. Irgendwen hätte er schon was über die Fastengebote schreiben können. Ist nicht da. Oder steht irgendwas in der Schrift über die Marienverehrung? Oder über das zölibatäre Weihepriestertum? Das Gegenteil steht drinnen. Ein Bischof, ein Ältester muss verheiratet sein. Die Kindertaufe, steht in der Bibel was von der Kindertaufe, von der Ohrenbeichte, vom Fegefeuer? Die Liste an religiösen Traditionen und Meinungen ist ja urlang. Und weshalb man da die Bibel auf der einen Seite und das, was getan wird, auf der anderen Seite. Das ist Christentum, wie es lebt und lebt, mit seinen Päpsten, Kardinälen, seinen Marienstatuen, seinem Weihrauch und seinen Fastengeboten und Wallfahrten und Bibabo. Und das ist die Bibel. Ja, vergleichen wir das einmal. Steht da irgendwas drinnen davon? Und es ist entsetzlich, nein, da steht alles nicht drinnen. Vieles nicht. Und das war Reformationsbedarf. Da haben gesagt, da soll das so bleiben, dass das jetzt alles so verfremdet, so verfälscht, so verändert ist? Wird sich ja Paulus noch zurechtfinden? Wird der Herr Jesus seine Kirche noch wiedererkennen? Ist es das, was er gewollt hat? Also, sagt der Zwingli zu Recht, wenn wir es annehmen, dass Gott nachlässig war, weil er das nicht durch die Apostel alles hat aufschreiben lassen, dann ist es eigentlich Gotteslästerung. Besonders dann, wenn man Menschen damit ein schlechtes Gewissen macht und sagst, du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht an die Fastengebote hältst. Da geht es ja nicht um wenig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Provokation, wie wurscht es und so weiter. Ist Provokation im Reich Gottes zulässig? Wir sind ja heute alle so brav und so konziliant und zurückhaltend. Manchmal wundere ich mich, da sind die Leute, die eigentlich wissen, was richtig und falsch ist, die ständig den Mund halten. Und die Lügner und die Frechen reißen das Maul weit auf und setzen sich durch. Und vor allem, darf das sein? Natürlich gehört Provokation zum Reich Gottes. Das heißt, die Wahrheit muss mit Nachdruck zu Gehör gebracht werden. Aber die Provokation an sich ist kein Selbstzweck. Es geht schon immer um die Botschaft. Der Herr Jesus hat den Tempel gereinigt. Er hat sich da hingesetzt, hat sich eine Geißel aus Stricken geflochten. Und das dauert eine Zeit. Ich möchte nicht wissen, was in seinem Kopf vorgegangen ist, wie er sich da hingesetzt hat, die Geißel geflochten hat und gesagt, so, geht, passt. Jetzt gehen wir auf in Tempel. Und jetzt hat es Angst. Ui, fürchtet sich unsere Franzi. Und jetzt schmeißen wir die Tische von den Wechsler weg, und jetzt machen wir dort einmal einen Wirbel. Er ist sicher mit einem hochroten Kopf durch den Tempel gegangen. Er ist nicht so hingegangen, stups, pups, klimper, pimper, sondern da ist der Bär los gewesen. Da hat es einen Wirbel gegeben. Die Leute waren entsetzt. Also nicht so querfeldein segend durch die Tempelhalle wandelnd, sondern mit der Geißel ist er durchgehirscht. Ja.
und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ganz klare Botschaft, unterstrichen mit einer harten, beinharten Provokation. Als der Herr Jesus den Aposteln geboten hat, an den Orten, wo die Botschaft nicht aufgenommen wird, dass sie dann beim Rausgehen aus der Stadt die Sandalen ausziehen sollen und vor den Augen der Leute den Staub von den Sandalen abschütteln sollen, ist es Provokation. Und wisst ihr, haben es wirklich gemacht? Lesen in der Apostelgeschichte Paulus und Barnabas, die haben das gemacht. Die sind rausgegangen aus der Stadt, haben die Sandalen ausgeschüttelt vor ihnen und sagt so, Staub könnt ihr euch auch noch halten, wir gehen weiter. Das ist ein Zeichen, ein Zeugnis, eine Provokation. Es ist auch eine Provokation, dass die Apostel den Obrigkeiten nicht immer gehorchten, sondern Gottes Gebote höher achteten als menschliche Gebote. Und das ist eine Provokation, die ist sogar von den Gegnern der Christen verstanden worden. Weil bei der Anklage in Thessalonich wurden die Christen angeklagt, dass sie sagen, ein anderer ist König, nämlich Jesus. Ich meine, da gehört was dazu. Die gehen, stellt euch vor, wir werden vor den Behörden angeklagt, dass uns vorgeworfen wird, wir nehmen unsere Regierung nicht so sonderlich ernst, weil wir sagen, eigentlich wurscht, wer Kanzler ist, Jesus ist König. Und das ist nämlich absolut wahr. Wenn sich das so rumsprechen würde, dann hätten die Leute die Botschaft wenigstens verstanden. Auch wenn sie es gegen uns verwenden. Aber sie hätten es verstanden. Es wäre angekommen. Das geht nur durch einen provokanten Lebensstil. Nämlich das ganze Auftreten der Christen, auch ihr Äußeres, ist eine Provokation. In unserer Kleidung treten wir auf gegen die Geldliebe, gegen den Hochmut und gegen das Sinnliche in der Mode. Euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in den unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. 1. Petrus 3. Das ist Provokation. Und es ist für Frauen, die vom Zeitgeist dieser Welt stark geprägt sind, oft wirklich schwer, wenn sie Christen werden, das anzunehmen. Jetzt geh mal durch den Kleiderschrank durch. Du hast den vollen Zeitgeist im Kleiderschrank. Sortier das aus. Such dir Kleidung aus, die den Grundsätzen des Reiches Gottes entsprechen, mit der Schlichtheit, mit der Sittsamkeit, mit der Bescheidenheit. Ja. Und die Männer müssen lernen, gewaltfrei ihre Konflikte zu lösen. Es ist gar nicht so lange her, da waren wir zur Schlägerei normal am Land. Es hat sich irgendwie aufgehört, ich weiß nicht warum. Aber es gibt kaum mehr Wirtshausschlägereien. Aber generell Männer, Dinge mit Gewalt, mit Kraft umzusetzen oder mit Kraft ausdrücken, gehört auch dazu. Wir haben den Aufruf zur Gewaltlosigkeit, zur Feindesliebe, uns nicht mehr in diese weltlichen Kriege zu integrieren, das Kriegshandwerk zu lernen und so weiter, ist provokant. Besonders vielleicht in Ländern, wo es keinen Zivildienst gibt, ist das provokant. Sagt, na, aber ich kann leider nicht mit der Waffe dienen. Es sind Herausforderungen, aber die zeigen einen Unterschied. Oder viele Worte vom Herrn Jesus sind provokant gewesen, gelten als harte Rede. Gestern haben wir gelesen, dass mit, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das sind fast alle seine Jünger davon gelaufen, wie er das gesagt hat. Hat er sich dafür entschuldigt? Nein, weil es ja die Wahrheit ist, weil es eine wichtige Wahrheit ist. Man muss halt zuhören und dem Ganzen Zeit geben, in uns etwas zu bewirken. Oder das Kamel und das Nadelöhr, dass da kein Reicher in das Reich Gottes kommt. Aber diese harte Rede hat er aufgelöst, wo er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn an der Seite Gottes sind alle Dinge möglich. Markus 10, 27. Gemeinsam mit Gott können wir alles Mögliche machen. Nämlich im Sinne Gottes. Ja? Da können wir den Willen Gottes erfüllen und ein Leben führen, das deutlich anders ist. Also Provokation, das soll aufrütteln, aufmerksam machen auf die Botschaft, die dahinter steckt. Und Christen werden oft als die Stillen im Lande bezeichnet. Habt ihr den Ausdruck schon mal gehört? Die Stillen im Lande, die Pietisten, oh, die sind so lieb, die sind eh ganz brav, die machen nichts. Die machen keinen Aufruf, die tun sich immer brav unterordnen, die beten immer für den König, soll man eh machen. Die sind immer fleißig bei der Arbeit, die sind so freundlich und lieb, die tun nirgends anecken. Nein, das sind die Stillen im Lande. Ja. Aber biblisches Christsein macht uns zu Herolden mit königlichem Auftrag.
zu Propheten mitten unter Gottlosen. Und kein Prophet war je ein Leisetreter. Oder? Gibt es irgendeinen Prophet, der da gesessen ist und ganz höflich, zurückhaltend, in Konjunktiven geredet hätte? Ein Prophet? Jona wollte davon auf. Ja. Aber Propheten kennen keine Konjunktive. Propheten kennen bei der Verkündigung der Botschaft keine Zurückhaltung, denn sie sind Gesandte Gottes. Und sie wissen, das Übermitteln der Botschaft kann ihnen ihr Leben kosten. Darum ist wurscht. Entweder bin ich Gott untreu, der mich gesandt hat, das ist schlimmer, oder ich bleibe Gott treu und krieg vom König, zu dem ich gesandt bin, einen Zylinder. Das geht vorbei, ja. Also jede weltliche Strafe und Zuchtmaßnahme geht vorbei. Aber wenn man sie mit Gott anlegt, das würde ich nicht tun. Also keine Leisetreter. Wir sind Provokateure. Als Gemeinde sind wir eine prophetische Körperschaft. Es ist nicht jeder von uns ein Prophet, aber die Gemeinde ist eine prophetische Körperschaft. Wir haben einen Auftrag hier. Einen Auftrag, Menschen wieder auf Gott aufmerksam zu machen, zur Umkehr zu bewegen. Und dazu verkündigen wir das Wort Gottes und die Provokation, die es vielleicht da und dort gibt. Wir müssen nicht dauernd provozieren, aber hin und wieder ist es angebracht. Das ist ein Fanfarenton, damit man mal die Aufmerksamkeit erregt. Provokation ist, wie wenn jemand die Glocke läutet, bim, 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 und auf einmal ist die Aufmerksamkeit da. Ja? Das ist die Provokation. Glocke. Die Essensglocke. Oder die Schulglocke. Oder der Handywecker. Genau. Aber ohne Wort Gottes, ohne dieses heilende Wort des Evangeliums ist Provokation wertlos. Also wir müssen es immer als Einstieg in die Botschaft sehen. Und wenn wir das vor Augen haben, dann verstehen wir vielleicht jetzt ein bisschen, kommen wir in das Thema hinein, was der Herr Jesus zwei völlig verschiedenen Gemeinden ins Stammbuch geschrieben hat. Der Herr Jesus hat 7 Briefe geschrieben oder diktiert an die Gemeinden in Kleinasien, Ephesus, Smyrna, Thyatira, Sardes, Laodicea, Philadelphia. Und an Ephesus, das war die erste, und Laodicea die letzte der 7 Gemeinden. An Ephesus schreibt er, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, tue Buße, tue die ersten Werke. Na, Ephesus war gut unterwegs, sie hat viel gelobt an der Gemeinde in Ephesus. Die war theologisch korrekt, die hat ihr Lehren aufgedeckt, die war recht gut. Also ich glaube, die meisten von uns, wenn wir dort in Ephesus gewesen wären, hätten wir gesagt, super Gemeinde, tolle Lehre, ja. Aber er sagt, Moment einmal, da fehlt mir was, die erste Liebe. Gedenke, wovon du gefallen bist, also vergleich dich mit dem, wie es früher ausgeschaut hat, und tu das, was du am Anfang getan hast. Und die andere Gemeinde, Laodicea, der schreibt ein Stammbuch, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. In der Gemeinde hat der Herr das Gefühl gehabt, er steht schon vor der Tür. Die haben ihn schon rausgekaut. Er klopft noch an, hey, ist da noch wer drin? Und wartet, ob wer aufmacht. Also so richtig dieses... Und sie waren reich. Die waren wohlhabend, die Gemeinde. Die haben sicher super Gemeindeleben gehabt. Ich glaube, das gemeinsame Essen dort war noch viel besser als bei uns. Was bei uns schon gut ist, ja. Aber wenn du eine reiche Gemeinde hast, die haben sicher ein tolles Buffet gehabt, tolle Gewänder, gute Musikinstrumente, tolle Band, tolle Gottesdienste, kann ich mir wirklich vorstellen, ja. Das hat was hergeben, ja. Aber der Herr Jesus war nicht mehr da. Sie waren selbst zufrieden. Gott will nicht, dass wir lau und angepasst sind, gut etabliert in einer materialistischen Welt. Selbst reich sein oder gut sein, gut angesehen unter den Heiden und dabei spirituelle, geistliche Leisetreter. Nein, Jesus ist so hart in seiner Ausdrucksweise. Ich bringe es einmal in ein normales Deutsch. Das Bibeldeutsch ist ja auch immer viel zu zurückhaltend. Eigentlich sagt der Herr Jesus, ihr seid zum Speiben. Ihr seid zum Speiben. Mich reckt es, wenn ich euch anschaue. Mir kommt alles hoch, wenn man an Laodicea schaut. Können Sie sich vorstellen, dieses... Ah. Ja,
Aber auch mit der theologisch tadellosen korrekten Gemeinde in Ephesus ist er nicht zufrieden, weil er die erste Liebe vermisst. Und es ist kein Unterschied im Prinzip, ob man in scheinbar kleinen Dingen Veränderungsbedarf oder Reformationsbedarf hat oder ob wirklich schon Reformation notwendig ist, wo fast alles hin ist, wo fast alles weg ist. Reformation ist immer nötig, im Kleinen wie im Großen. Und bei Ephesus hat er eh nur die erste Liebe vermisst. Aber was ist die erste Liebe, wenn man die nicht hat? Das ist das Wesentliche, das Entscheidende. Da fehlt das Fundament. Woran erkennt er das? Er vermisst die ersten Werke. Damit redet er nicht schlecht, was er so ausdrücklich lobt, die gründliche Bibelkenntnis, die Unterscheidung von Irrlehren und dergleichen. Aber wo die erste Liebe fehlt, die ersten Werke nicht mehr getan werden, da ist der Tod im Topf. Denkt an ein Gespräch von gestern, liebe Gemeinde, und die beginnen jetzt reformatorisch zu wirken innerhalb der Gemeinde, das heißt, sie stellen in der Lehre einiges um, und da gibt es ein paar, die stört es, dass die Lehre ein bisschen reformiert wird. Aber in der Art und Weise, wie sie ihre Kritik anbringen, merkt man auch nichts von Liebe, sondern bitte, ich will meine gewohnte Lehre haben. Oder geht es nicht um Liebe, da geht es um Hinterrucksreden und Schlechtmachen. Das ist auch Kastil. Anstatt mit den Ältesten, mit den Prediger und Lehrern das zu besprechen, stellen sie sich hin und sagen, ihr habt sowieso falsch. Ihr seid sowieso daneben, weil ich habe es richtig, ich habe es immer richtig gehabt, warum ändert sie das jetzt? Okay, kann es sein, dass man im Laufe der Jahre vielleicht irgendwo dazulernt, dass man eine Meinung ändern muss, dass man etwas vielleicht revidiert oder reformiert? Ja, jedenfalls, da ist der Tod im Topf. Da ist die Liebe nicht mehr da. Da geht es nur mehr um Doktrinen. Wisst ihr, die Anerkennung Gottes finden wir nicht, wenn wir alles richtig machen. Die Anerkennung des Herrn finden wir, wenn wir ihn lieben. Und aus der Liebe zu ihm wachsen und lernen wir. Die Liebe zu Gott hält uns korrigierbar und reformierbar. Smyrna ist eine Gemeinde, die wird überhaupt nicht getadelt. Da gibt es nichts zum Kritisieren in Smyrna, aber er sagt, du hast eine kleine Kraft, du bist schwach. Schwäche ist nichts, was zu kritisieren ist. Er lobt sie, weil sie in ihrer Schwachheit am Herrn festhalten und ihn lieben. Also das ist schon ein Unterschied, gell? Aber was sind so die typischen ersten Werke, die der Herr vielleicht vermisst? Eventuell vermisst er die Provokation durch die Predigt des Evangeliums, ob es passt oder nicht. Muss ich vorstellen, Ephesus ist der Ort, wo der Timotheus, an dem die Worte vorher geschrieben waren, den Märtyrertod gestorben ist, weil er zu einer sehr unpassenden Zeit sich einer Dionysos-Prozession in den Weg gestellt hat, einer besoffenen Partie, und gesagt hat, tut's Buße, kehrt's um, das ist ein schlechter Weg, auf dem ihr unterwegs seid. Daraufhin haben sie ihn erschlagen, ja. Vielleicht haben sie gedacht, die Ephesus, naja, halten wir sie lieber ein bisschen zurück, da wir nicht zu laut treten, tun wir ein bisschen leise treten, schauen wir nur, dass wir schief in Ordnung halten. Vielleicht war das einer der ersten Werke, die dem Herrn verloren oder abgehen. Oder Provokation durch ein bescheidenes Leben in Verachtung des Mammons. Das war besonders auf Laodicea, die waren reich und haben sich drinnen gefallen. Vielleicht hat er, sagt er, ich vermisse bei der Gemeinde, dass sie nicht mehr durch ein schlichtes und sittsames Äußeres provozieren. Oder ich vermisse bei der Gemeinde, dass sie bei jedem weltlichen Treiben wie Halloween mitmachen. Also das sehe ich und ich vermisse die Provokation, dass sie nimmer mitmachen. Ich vermisse die Provokation durch ein Leben, welches das Reich Gottes vorwegnimmt, nehme ich zum Beispiel die Gütergemeinschaft. Das ist übrigens bei der Schrift von Zyprian im 3. Jahrhundert, da hat es eine Christenverfolgung gegeben, sind viele Christen vom Glauben abgefallen. Und der Zyprian hat eine sehr, sehr, sehr selbstkritische Schrift oder kirchenkritische Schrift geschrieben und hat gesagt, was ist denn schiefgegangen? Warum? Warum haben wir Christen nicht durchgehalten in der Verfolgung? Warum sind so viele abgefallen? Und zu den Dingen, die er genannt hat, war, dass die Gemeinde die Gütergemeinschaft aufgegeben hat, nach Reichtum gestrebt hat, dass die Männer sie rasiert haben, solche Dinge. Und mische ihn mit Ungläubigen. Verschiedene Sachen, also man kann die Ursachen dann dort suchen, aber es geht um die erste Liebe und die ersten Werke. In letzter Konsequenz geht es darum, sie haben
Kompromisse mit weltlicher Herrschaft gemacht, vielleicht das mit der Wehrlosigkeit nicht mehr so ernst genommen. Aber vielleicht eine der größten Provokationen des christlichen Lebens ist die unparteiische Liebe. Provozieren durch eine unparteiische Liebe, wie Christus sie gelebt hat. Es ist nämlich nicht so ohne, wenn man Menschen Liebe und Unterstützung angedeihen lässt, die gesellschaftlich verachtet sind. Also es gab dann schon da und dort das Gerede, als wir unseren lieben Hausarbeiter angestellt haben und der da bei uns wohnt und vielleicht nicht hundertprozentig sich immer wohlverhalten hat, und dass wir ihm trotzdem die Treue und die Liebe bewahren. Das ist eine Provokation. Wer macht das? Es gibt auch welche, die sagen, ihr macht das genau richtig, aber es gibt auch welche, wieso habt ihr es denn genommen? Ja, das gibt es auch. Es ist eine Provokation. Die Liebe Gottes ist unparteiisch, nimmt die seltsamsten Typen auf, versucht jedem zu helfen und auf die Beine zu kommen, ein gerades Leben zu führen, nimmt sich Zeit, hat die Geduld, die zweite, die dritte Meile zu gehen mit Menschen. Das verstehen die Leute draußen nicht. Das ist eine Provokation. So eine Liebe ist sehr selten. Ich sage nicht, dass es gar nicht gibt, aber sehr selten. Und man könnte viel auflisten. Und jeder Reformationstag soll seine Rückbesinnung sein. Haben wir festgehalten, was die Reformatoren oder andere vor uns richtig erkannt haben? Und auch, nicht nur haben wir es festgehalten, sondern haben wir auch weitergeführt, wo sie begonnen haben. Reformatoren haben ja nicht alles erkannt. Die haben eine Richtung gezeigt. Wenn wir auf der Richtung weitergehen, entdeckt man weitere Dinge, die wir eigentlich besser machen können im Sinne Gottes. Der Beurteilungsmaßstab ist die Bibel. Und deswegen müssen wir Gottes Wort gegenüber stets aufgeschlossen bleiben. Ich glaube nämlich nicht, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir alles richtig erkannt haben und alles richtig sehen. Ich bin nicht vollkommen, Paulus war nicht vollkommen. Das heißt, wir sind alle auf dem Weg dorthin, Christus mehr und mehr zu erkennen und seinen Willen mehr und mehr zu erkennen. Darum, wer im Glauben wachsen will, der ist nie mit dem Erreichten zufrieden. Er kann sich über das Erreichte freuen, ja, bis daher sind wir kommen, aber der Gipfel ist noch weit weg. Da haben wir noch ein Stück zu gehen. Und das hält uns in der Demut und der richtigen Selbsterkenntnis. Und das nochmal zu unterstreichen, was ich bis jetzt gesagt habe, möchte ich eine Geschichte von einer Reformation erzählen, die noch viel weiter zurückliegt als Martin Luther. Dazu machen wir Zeitreise ins 7. Jahrhundert vor Christus. Können Sie sich das ungefähr so vorstellen, 700 vor Christus, wie die Welt da ausgeschaut hat? Was waren die dominanten Mächte damals? Ah ja, die Babylonier, die Ägypter, das waren Großmächte. Das Römische Reich hat noch nicht einmal angefangen. 753, gerade einmal zaghaft in Italien, 753 vor Christus ist, glaube ich, die Stadt Rom gegründet worden. Jetzt sind wir Generation nach der Gründung von der Stadt Rom, 7. Jahrhundert. Also Rom ist noch nicht wirklich so aufgetaucht. Die Kelten in Europa, da haben wir noch den Gegnern die Köpfe abgeschlagen und gesammelt und uns gegenseitig die Schädel eingeschlagen. Die griechische Philosophie hat gerade erst einmal angefangen. In der Zeit hat König Josia von Juda gelebt. Man muss sich vorstellen, seit dem Tod von Salomo, das ist ungefähr 1000 vor Christus, war das Volk Israel in zwei Reiche geteilt. Salomo hat ziemlich viel Geld ausgegeben und mit der Zwangsarbeit für den Tempel und die Stadt die Leute ein bisschen unzufrieden gemacht. Die wollten es leichter haben, dann hat es einen Streit gegeben, dann hat es eine Spaltung gegeben. 10 Stämme sind im Nordreich geblieben, 2 Stämme im Südreich. Na, und das Nordreich hat gleich mit dem Götzendienst wieder angefangen. Die haben sich dann 2 goldene Kälber gemacht und im Endeffekt haben sie die gesamte kanaanitische Religion wieder aufleben lassen. Und das sind fürchterliche Dinge, die da passiert sind. Sie haben also nicht nur, dass sie kanaanitische Götzen wie Baal und Asherah verehrt haben, da könnte man sagen, okay, ja, der eine Gott, der andere Gott. Aber was ist denn mit dieser Verehrung alles verbunden? Ja, okay, die Verehrung der Sterne, Sternbildler und die Sterndeuterei. Dann haben wir die Wahrsagerei, Zeichendeuterei, Totenbeschwörung, okkulte Praktik, sprich die volle Verstrickung in der Dämonie.
Fruchtbarkeitskulte. Das beinhaltet Tempelprostitution mit männlichen und weiblichen Tempelhuren. Da wird es schon ein bisschen grauslicher. Ah, Kinderopfer. Man hat Kinder einfach verbrennen lassen für Moloch, um irgendwas vom Moloch zu kriegen. Und jeder hat auf seinen eigenen Höhenplätzen, in Kulthainern, unter Baumgruppen, der jeden grünen Baum, Unzucht getrieben und Götzendienst. Und im Haus haben wir die eigenen Hausgötzen stehen gehabt. Also es war chaotisch und zum Teil wirklich grauslich. Und das Nordreich ist voll in das Verfallen, deswegen hat Gott da Propheten geschickt, wie Elia und Elisa und andere, aber die haben sie alle nichts sagen lassen. Und dann sind im 8. Jahrhundert vor Christus die Assyrer gekommen und haben das Nordreich verschleppt, besiegt, vernichtet, verschleppt. Und die in Juda unten, Südreich, haben das mitgekriegt. Und das Juda war ein bisschen besser als das Nordreich. Mal haben sie einen guten König gehabt, dann hat sie wieder König mit einem von den israelitischen Königen oben verschwägert, haben sie den Götzendienst wieder nachgemacht. Das ist immer so rauf und runter gegangen. Und der schlimmste König war der Vater von Josia, der Manasse. Der Manasse hat sogar seine eigenen Kinder geopfert für den Moloch. Der hat es wirklich schlimmer getrieben wie alle anderen Könige vor ihm, sagt die Bibel. Ja. Also der war voll in den kanaanitischen Grausigkeiten drinnen. Man kann sagen, dafür hat Gott sie nicht aus Ägypten rausgeführt. Das hat er sie so nicht vorgestellt. Ich meine, wenn er schon Laodicea zum Speiben findet, was hat er hier alles empfinden müssen? Nicht nur ein Ekel, nicht nur ein Abscheu, sondern einen richtigen Zorn. Weil sie sich nichts sagen lassen, weil sie so viel Böses tun und das Ganze ist objektiv böse, was hier passiert. Es ist nicht nur religiöser Relativismus, wenn man Kinder verbrennen lässt als Opfer, dann ist das böse. Genauso böse wie der Genozid an den Ungeborenen, der in unserer Gesellschaft passiert. Nur das am Rande anzumerken. Wenn in Österreich 30.000 Kinder jedes Jahr getötet werden, nur weil sie ungewollt sind, aber Spaßvögeln ist lustig, ohne Verantwortung, das kann ich in keinster Weise gutheißen. Da finde ich null Toleranz dafür. Und Gott ist zornig. Gott ist zornig. Er war bereit, alles, was er aufgebaut hat, im Volk Gottes abzureißen, alles, was er gepflanzt hat, auszureißen. Er hat schon beschlossen, sie in die babylonische Gefangenschaft zu schicken, alles niederzureißen und dann 70 Jahre später neu zu beginnen. Er hat nicht ganz aufgehört mit Israel, aber er hat gesagt, jetzt müssen wir mal alles wegräumen, alles wegräumen. Aber er hat es nicht gleich gemacht. Er hat es nicht gleich gemacht. Und manchmal wundert man sich, wenn Gott schon so zornig ist, warum repariert er es nicht gleich? Warum greift er nicht ein? Warum ändert er es nicht jetzt? Warum lässt er all das Böse so zu und geschehen? Naja, Manasse hat sich am Ende seines Lebens noch bekehrt. Die Langmut Gottes, heißt es im 2. Petrusbrief, sollen wir als unsere Rettung betrachten. Betrachtet die Langmut Gottes als eure Rettung. Denn wenn er in unserem Leben vor 20, 30, 40 Jahren einen Schlussstrich gezogen hätte, gesagt, mit dem fange ich nichts mehr an, Ausschluss, ich habe die Geduld verloren mit Steffen, die Geduld verloren mit Christian, Geduld verloren mit Alex, dann, wo wären wir dann alle? Ja? Gott ist geduldig, damit wir die Zeit nützen, über unser Leben nachzudenken. Und Manasse ist nicht nur umgekehrt, er hat uns eines der schönsten Gebete zur Umkehr hinterlassen. Das Gebet des Manasse, wo er vollumfänglich Reue zeigt, seinen Sünden bekennt und seine Hoffnung nur mehr auf eines setzen kann. Und das lese ich euch vor. Denn du bist der Herr, der Höchste, herzensgut, langmütig und erbarmungsvoll und Reue empfindend über die Bosheiten der Menschen. Das bedeutet, wenn Gott über die Bosheiten der Menschen Reue empfindet, ist es schon so, dass er die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sie fragt, was habe ich da in die Welt gesetzt? Ja? Was habe ich da erschaffen? Hätte ich das wirklich tun sollen? So ungefähr menschlich gesprochen.
Ja, Gott bereut es nicht. Er schaut, was er uns rettet und rausbringt. Aber er ist entsetzt, ja? Reue empfindend über die Bosheiten der Menschen. Du also, Herr, Gott der Gerechten, hast nicht den Gerechten Umkehr auferlegt, Abraham und Isaac und Jakob, die nicht gegen dich gesündigt hatten, sondern mir, dem Sünder, hast du Umkehr auferlegt. Denn ich sündigte häufiger, als es Sandkörner am Meer gibt. Meine Gesetzwidrigkeiten nahmen überhand, Herr, sie nahmen überhand, und ich bin nicht würdig, die Höhe des Himmels zu betrachten und zu sehen, wegen der Fülle meiner Unrechtstaten. Ich bitte dich flehentlich, vergib mir, Herr, vergib mir, bringe mich nicht ins Verderben zugleich mit meinen Gesetzwidrigkeiten und belasse mir nicht auf ewig grollend die schlimmen Taten und verurteile mich nicht, in die untersten Tiefen der Erde zu sein. Denn du, Herr, bist der Gott der Umkehrenden und an mir mögest du dein Gutsein zeigen. So Auszug aus dem Gebet von Manasse. Und in 2. Chroniker 33, 13 steht ausdrücklich, dass Gott Manasses Gebet erhörte und ihn aus der Gefangenschaft zurück nach Jerusalem gebracht hat und wieder als König eingesetzt hat, weil er ein paar Jahre dann gewirkt hat. Was sagen wir dazu? Was sagen wir dazu, zu dieser Langmut Gottes? Der schlimmste aller Könige Israels, selbst dem gibt er noch eine Chance zur Umkehr. Gott ist der Gott der Gerechten, aber ist auch der Gott der Umkehrenden. Und wenn einer von seiner Sünde, egal ob sie jetzt groß ist wie in Laodicea oder scheinbar klein wie in Ephesus, wenn einer umkehrt von den Sünden und davon lässt und sich Gott wieder zuwendet, den erklärt Gott für gerecht. Jemand, der umkehrt und sich Gott zuwendet, den erklärt Gott für gerecht, egal was für ein schlimmer Sünder er vorher war. Der ist jetzt ein Gerechter. Der reiht sich ein in die Reihe derer, und das muss man sehr auf der Zunge zergehen lassen, er reiht sich ein in die Reihe derer, denen Gott nichts mehr vorzuwerfen hat. Denen wirft Gott nichts mehr vor, weil alle Sünden, damals wie heute, im Blick auf Jesus Christus vergeben sind. Weil Christus für alle Sünden sein Blut vergossen hat, ist denen, die zu Gott umkehren, nichts mehr vorzuwerfen. Es wird ihnen vollumfänglich zugerechnet und das muss man sich echt sickern lassen. Was war denn das größte Problem von Martin Luther, sein persönliches? Die große Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Gefunden hat er einen am Klo. Klingt blöd, ja, aber dort hat er Bibel gelesen oder über eine Bibelstelle nachgedacht aus dem Römerbrief und da ist ihm das Licht aufgegangen. Er nennt es ein bisschen umschreibend das Turmerlebnis, aber im Turm war die Außentoilette, ja? Das Fallklo. Also am Klo ist ihm die Erkenntnis gekommen, dass Gott gnädig ist, dass Gott ein Gott der Umkehrenden ist. Das war ja dann das, was die Reformation erst so richtig ins Starten gebracht hat. Diese große Freude, egal was für ein schlimmer Mensch ich war, ich kann durch Christus mit Gott versöhnt und für gerecht erklärt werden. Und dann lesen wir aus dem Römerbrief eine Stelle. Denn alle haben gesündigt, alle, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch Gottes Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, es wird wirksam durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil Gott die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit an der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also wer an Christus glaubt, sich ihm zuwendet, den spricht Gott gerecht. Und darum straft Gott nicht immer gleich. Darum fährt er nicht immer gleich rein, sondern er gibt uns Gnadenzeit. Zeit, die wir nützen sollen zum Umkehren. Und das Spannende bei der Gnadenzeit ist, dass sie eigentlich teilweise sehr lang dauern kann, aber wir wissen nie, wie lange. Wir leben heute und das Einzige, was wir absolut mit Sicherheit sagen können bezüglich der Gnadenzeit ist, heute leben wir, heute ist Gnadenzeit. Heute ist Zeit zur Umkehr, heute ist Zeit zur Reformation. Darum heute, wenn ihr seine Stimme hört, heißt es, verhärtet euer Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
verhärtet eure Herzen nicht. Wenn es heute ist, dass euch was trifft, dann geh es an. Schieb's nicht auf morgen, weil vielleicht ist morgen keine Gnadenzeit mehr, weil dir draußen eine Kastanie am Kopf gefallen ist und dich unglücklich getroffen hat oder irgendetwas, ja, oder einen falschen Pilz gegessen hast. Der hat so gut ausgeschaut, ist ein richtig echter, aber vielleicht war es doch ein falscher, ja. Die schauen ja zum Verwechseln ähnlich, die guten und die bösen Pilze. Jetzt habe ich hoffentlich haben wir jetzt keine Angst vor der nächsten Mahlzeit, ja. Aber wir wissen nicht, wie lange die Gnadenzeit wird. Wir wissen nur, heute ist sie. Also, heute verhärten wir unser Herz nicht. Man soll mit der Gnade und der Langmut Gottes nicht spielen. Aber eines wissen wir, die Gnade Gottes ist immer größer als das Maß der Sünden, das wir ihm bekennen können. Immer größer. Es heißt, Manasse ist ein Beispiel für die Langmut Gottes, an das wir uns wirklich orientieren können. Da können wir uns Mut fassen. Auch wenn wir uns noch so nichtswürdig finden, schauen wir uns den Manasse an. Schauen wir uns das an. Aber auch, wenn wir denken, wir sind eh halbwegs in Ordnung, wir wissen so viel und wir haben theologisch die Lehre eh alles sauber, dann schauen wir uns Ephesus an. Wie schaut es aus mit der ersten Liebe? Also Gott erwies dem Manasse noch Gnade, aber es war trotzdem der Wurm im Volk Gottes. Der Tempel war vernachlässigt, die Bausubstanz war angegriffen und sein Sohn und der Josia begann die Ausbesserungsarbeiten am Tempel. Im 18. Jahr des Königs Josia, im 8. Monat, sandte der König Safan den Sohn Asalias, des Sohnes Mesulams, den Schreiber des Hauses des Herrn, und ließ ihm sagen: Geh hinauf zu Hilkia, dem Hohepriester, und rechne ab, was das Volk an Geld in das Haus des Herrn gebracht hat. Und sie sollen es in die Hand derer geben, die bestimmt sind, im Haus des Herrn zu arbeiten. Und er gab es denen, die im Haus des Herrn arbeiteten, um die Schäden am Haus auszubessern, den Zimmerleuten, Bauleuten, Maurern, um Holz und behauene Steine zu beschaffen, um das, was am Haus baufällig war, zu verstärken. Also mal geschaut, Kassasturz, wie viel Geld ist drinnen von den Abgaben? Ja, okay, passt, gibt es den Handwerkern, die sollen ein bisschen ausbessern, was baufällig ist. Und im Zuge der Bauarbeiten wurde was gefunden. Und es hat zuerst eine tiefe Erschütterung gebracht, und dann eine Erweckung oder eine Reformation ausgelöst. Da sagte Hilkia, der Hohepriester, zu Safan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn entdeckt. Und Hilkia gab Safan das Buch und er las es. Dann brachte er das Buch zum König Josia und wandte sich an den König, um zu berichten: Deine Diener haben das Silber, das im Haus des Herrn gefunden worden, eingeschmolzen und es denjenigen gegeben, die für die Reparatur des Hauses des Herrn verantwortlich sind. Da sprach Safan, der Schreiber, zum König: Hilkia, der Priester, hat mir ein Buch gegeben. Und Safan las es dem König vor. Als aber der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und wisst ihr, die Kleider zerreißen, es geht so, man greift sie da an den Kragen und man macht, ich mache es jetzt nicht, Ratsch, sonst hat es mir eine Knäpfe im Gesicht. dem wäre es unsinnig, ja. Aber es war ein Ausdruck tiefster Bestürzung, das Kleider zerreißen. Da ist das Wort Gottes, sein Gesetz und vor allem auch sein zuvor erwiesenes Erbarmen, wo beschrieben wird, wie er Israel aus Ägypten geführt hat. Und da steht jetzt der Überrest des Volkes Gottes, Juda. Das Nordreich war bereits verschleppt, aufgrund derselben Sünden, desselben Götzendienstes, in dem das ganze Volk Juda durch Manasse verstrickt war. Na, was soll da aus uns werden? Bist du gescheit, mir Schemplätter, vor Gott? Das schaut jetzt nicht gut aus. Dann sind sie zur Prophetin Hulda gegangen. Schau, eine Prophetin hat es in Jerusalem gegeben, die Hulda. Da sind sie hingegangen und haben gefragt, was sollen wir tun? Und sie sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diesen Ort und über alle, die hier wohnen, bringen. Und zwar alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat. Denn sie haben mich verlassen und haben anderen Göttern geräuchert und mich mit den Werken ihrer Hände zu erzürnen. Darum soll mein Zorn über diesen Ort entbrennen. Er soll nicht ausgelöscht werden. Dem König von Juda, der dich gesandt hat, den Herrn zu suchen, sollst du Folgendes sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Die Worte, die du gehört hast, weil dein Herz erweicht war
und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du gehört hast, dass ich gegen diesen Ort und die, die darin wohnen, geredet habe, dass er verschwinden und zum Fluch werden soll, und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. So habe ich dich erhört, spricht der Herr. Siehe, es wird nicht so sein. Ich will dich zu deinen Vätern sammeln und du sollst in Frieden zu deinem Grab gebracht werden. Deine Augen sollen nichts von dem Übel sehen, das ich über diesen Ort bringen werde. Der Schaden am steinernen Tempel, den kann man reparieren. Aber der Schaden am Volk Gottes ist offenbar so tief schon, dass Gott sagt, er hilft nur mehr die Deportation, das Exil, 70 Jahre weg von Israel, völliger Neubeginn. Man kann sagen, die Abrissbirne ist schon aufgestellt, aber Gott gibt noch einmal Zeit, eine Generation mit Josia, eine Zeit, damit die, die sich zur Umkehr bewegen lassen, dies können. Und er schiebt das Gericht auf, wie er bei Manasse aufgeschoben hat und zugewartet hat. Und Josia macht das Beste draus. Ich stelle mir vor, wenn nach Josia die nächste Generation den Weg Josias fortgesetzt hätte, wäre es weiter aufgeschoben worden. Und weiter aufgeschoben worden. Nur war nach Josia der nächste König wieder ein Böser, der alle Reformen Josias rückgängig gemacht hat. Naja, aber Josia ging dran. Josia war erst ernsthaft bemüht, alles in Ordnung zu bringen. Und das hat er getan. Er hat vor dem ganzen Volk Gottes im Tempel das Wort Gottes verlesen lassen. Und hört zu, das ganze Volk war bereit, den Bund mit Gott zu erneuern. Das war Gnadenzeit. Gnadenzeit gut genützt. Das Wort Gottes ist gepredigt worden. Die Reformation beginnt immer mit der Entdeckung des Wortes Gottes und der Predigt des Wortes Gottes und dann der richtigen Reaktion darauf. Das ganze Volk war bereit, den Bund mit Gott zu erneuern. Das ist so wie bei Luther, war das Wort Gottes jahrhundertelang unbekannt. Und offenbar in Israel auch. Generationen haben sie das Wort Gottes nicht mehr gehört, weil es im Tempel versteckt war. Keiner hat sich darum kümmert. Wenn man sich anschaut, unsere Leute draußen, keiner von denen kennt die Bibel. Die wissen gar nicht, worum es geht im Glauben. Sind aber alles katholische Christen. Ja. Was er noch gemacht hat, er hat alle Gegenstände, die mit dem Baalskult zusammenhingen, aus dem Tempel bringen lassen und verbrannt. Also Bildersturm. Ja. Richtiger Bildersturm, ganz radikal. Er hat sämtliche Götzenbilder beseitigt und hat die Verehrung der Sterne und die Sterndeuterei beendet. Er hat die Tempelprostitution abgeschafft. Das heißt, im Tempel in Jerusalem gab es männliche Tempelhuren, die in eigenen Hütten dort ihre Dienste oder ihren Gottesdienst verrichtet haben, ja? Wie man das nennen will. Diese Hütten hat er abreißen lassen. Er hat die Kinderopfer beendet, abgeschafft. Er hat den Sonnenwagen verbrannt, sein Kultwagen für Prozessionen. Er hat alle Zauberer und Wahrsager und die Hausgötzen beseitigt, alle Götzenbilder vernichtet. Er ließ die Gebeine vieler Götzendiener voriger Generationen exhumieren und auf einen Götzenaltar verbrennen. Und dann hat er die Götzenaltäre auch noch zerstört. Und damit hat sich was erfüllt, was Jahrhunderte vor ein Prophet in Israel angekündigt hat, dass die Gebeine der Götzendiener auf dem Götzenaltar verbrannt werden. Der Josia hat nichts davon gewusst, aber in seinem Eifer, Gottes Wort gerecht zu werden, hat er Gottes Wort erfüllt. Ist auch erstaunlich. Und dann, nachdem er alles beseitigt hat, was Gott sein Gräuel und ein Anstoß war, zornerregend, hat er das Passa eingeführt wieder. Das Bemerkenswerteste an der Passafeier ist, dass sie noch nie so gefeiert worden ist, so treu, so genau, so ordentlich, wie seit den Tagen der Richter. Jetzt hat sein Großvater Hiskia das Passa auch wieder eingeführt einmal, aber da hat es ein paar Probleme gegeben. Die Priester waren nicht gereinigt, sie haben den Termin nicht einhalten können, die anderen aus dem Nordreich waren auch nicht wirklich vorbereitet. Es war das Passafest unter dem Hiskia, ist ein bisschen halbwangerte Geschichte, aber Gott war barmherzig und hat es angenommen. Aber jetzt vom Passa des Josia heißt es, seit den Tagen der Richter, die Israel gerichtet hatten, war ein solches Passafest nicht mehr gehalten worden. Nicht in allen Tagen der Könige von Israel und der Könige von Juda. Das heißt, nicht einmal König David hat so ein Passafest gehalten. Nicht einmal Salomo hat so ein Passafest gehalten. Die waren alle in der Hinsicht nachlässig.
Und ich lege Wert darauf, dass es Passafest heißt, nicht Passaverordnung, nicht Passaaufbürdung, nicht Passamühsal, Alter, müssen wir wieder Passa feiern, sondern das ist ein Fest, auf das man sich als Volk Gottes freuen sollte, dass jedes Jahr der Höhepunkt des Jahres sein sollte, wo man des Auszugs aus Ägypten gedenkt und Gott lobt und dankt dafür, dass man in einem guten Land lebt. Es sollte ein Fest der Freude sein, zu dem Gott uns einlädt. Und wenn man dieses Fest Generationen über Generationen völlig ausschlägt oder nur halbherzig praktiziert, dann ist es ja eine Missachtung der Barmherzigkeit Gottes, die er uns erwiesen hat. Eine Missachtung der Barmherzigkeit Gottes. Ein Schlag ins Gesicht dessen, der uns geliebt und befreit hat. Und ich weiß, ich glaube nicht, dass wir auch noch im Ansatz vielleicht, aber nicht in der Tiefe empfinden können, was das bedeutet. Wenn wir jemanden Liebe, Geduld, Barmherzigkeit erwiesen haben und er schlägt uns ins Gesicht und verachtet uns, das ist undankbar, dann tut uns das weh. Dann ist das tief verletzend. Aber niemand von uns hat je so tief geliebt wie Gott. Und die tiefe Liebe Gottes auszuschlagen, ins Gesicht zu spucken, ist noch viel, viel, viel schlimmer, als wir je an menschlichen Enttäuschungen erlebt haben. Schlimmer, als wir je an menschlichen Enttäuschungen erlebt haben. Das Passafest über all die Jahrhunderte so mit Füßen zu treten, so unter den Teppich zu kehren, braucht man ja nicht. Aber Josia hat es belebt, hat es neu belebt, nicht halbherzig, nicht irgendwie, sondern so, wie es seit rund 700 Jahren nicht mehr gefeiert wurde. Das ist eins von den ersten Werken Israels. Für Israel gehört das Passafest zu den ersten Werken. Du hast die erste Liebe verlassen, woran sehe ich das? Du hast die ersten Werke verlassen, was ist das erste Werk? Das Feiern der Erlösung. Das gehört zu den ersten Werken, Passa. Wenn man das nicht mehr hat, dann habe ich den Grund meiner Beziehung zu Gott verloren. 700 Jahre, das können wir sagen, 700 Jahre Gebete, 700 Jahre haben wir das nicht gemacht, warum sollen wir jetzt wieder damit anfangen? Es gibt ja so ein Denken. Das ist vorbei, das war für damals. Gebete, das passt ja gar nicht mehr in unsere Zeit. Das ist ja, ja, das hat damals eine Bedeutung gehabt, aber wir brauchen das doch nicht mehr, ist ja mühsam. Warum soll man da von überall herkommen, nach Jerusalem pilgern? Das ist ja Schuhwerk, Schwitz, heiß, das ist mühsam, ja. Aber es ist eine Frage der ersten Liebe, der ersten Werke. Und da gibt es ein paar Beispiele in der Schrift, wo so etwas passiert ist. Josua hat das Volk Israel aus Ägypten dann über den Jordan, aus der Wüste, ins gelobte Land geführt. Und dann hat er alle Männer beschneiden müssen. Weil in der Wüste haben sie die Beschneidung aufgegeben in die 40 Jahre. Holo oder roh? Das wichtigste Bundeszeichen seit Abraham, die Beschneidung. Wurscht, bitte. Wurscht. Jetzt haben wir es die 40 Jahre nicht braucht. Jetzt haben wir es eh im gelobten Land. Wurscht. Na, her mit der Klinge. Das holen wir jetzt noch. Jetzt schön mal. Genau, und Gott hat es natürlich gesegnet. Ja. Hiskia, der Großvater von Josia, hat das Passa auch gefeiert, nachdem es lange Zeit nicht gefeiert worden ist. Wie gesagt, nicht in der vollen Reinheit, aber Gott hat das aufrichtige Bemühen, den guten Ansatz gesegnet und gelobt. Und der Nehemia, das war, wie sie aus Babylon wieder zurückgekommen sind und wieder alles aufgebaut haben, haben sie das Laubhüttenfest gefeiert. Und dort steht, es wurde nicht so gefeiert, wie es seit den Tagen Josuas. Also seit den Tagen Josuas wurde das Laubhüttenfest nicht so gefeiert, wie es unter Esra und Nehemia war. Bitte, das sind 1000 Jahre. 1000 Jahre Laubhüttenfest. Kein Blödsinn, das ist ja Kinderei, dass man sich ja Laubhütten bastelt und in einem Garten drinnen sitzen, zugegießt, wenn es regnet, das ist, wenn es regnet. Na, Gott will es. Und er hat sich gefreut, dass Nehemia etwas, das über 1000 Jahre vergessen worden ist, wieder angefangen hat. Genauso wie Gott sich gefreut hat, dass man 1525 wieder die Glaubenstaufe eingeführt hat, nachdem sie 1300 Jahre lang obsolet war. Ja, fast 1200 Jahre obsolet war. Ja. Und dass es wieder Gemeinden gibt,
die den frühen Christen bis etwa 200 zum Verwechseln ähnlich schauen, dass es möglich war, wieder zu reformieren. Die meisten Freikirchen praktizieren die Fußwaschung nicht. Wir haben sie jetzt auch schon länger nicht gehabt, aber eigentlich haben wir uns vorgenommen, einmal im Jahr die Fußwaschung zu haben. Werden wir demnächst einmal machen, wenn der Tichow wieder da ist und wir komplett sind, wenn ihr eingezogen seid. Ich glaube, es ist ein guter Grund, mit der Fußwaschung wieder ein Zeichen zu setzen. Eine Provokation für uns selbst. Oder seit den 1960er Jahren haben die westlichen Kirchen das biblische Kopftuch abgelegt. Wir haben es wieder, ja. Wenn etwas kaputt ist, wenn etwas fehlt, soll das so bleiben? Wenn der Tempel baufällig ist, soll man zuschauen, wie er einstürzt? Wer würde das mit seinem eigenen Haus so machen? Wer würde es mit seinem eigenen Auto so machen? Ja, stimmt, wir haben noch die Scheibe dort, ja. Ja, also die Scheibe könnte man mal austauschen lassen mit dem Sprung. Dein Auto stürzt auch. Wer würde es mit seinem Auto machen? Wenn es irreparabel ist, klar, zum Schrott. Aber können wir mal meinen Vater fragen, der ist Fenster im Bau gewesen. Oder mit der Gesundheit oder mit der eigenen Familie. Wir schauen doch, dass die Dinge, die wir haben und besitzen, die wir schätzen, dass die erhalten bleiben. Wie beurteilt Gott Menschen, die wieder beginnen, was aufgegeben worden ist, die instand setzen, was brüchig ist? Gott stellt dem Josia so ein Zeugnis aus. Vor ihm war kein König wie er, kein König wie er, nicht einmal David, der sich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft dem Herrn zuwandte, nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und es war kein König wie er, der nach ihm aufstand. Der war eine Eintagsfliege sozusagen, eine wertvolle Eintagsfliege. Leider ist es nicht in die nächste Generation weitergegangen. Sein Sohn hat es dann wieder rückgängig gemacht, der kanonitische Götzendienst ist viel lustiger. Da spült sie mehr ab vielleicht, ich weiß nicht was. Aber es war für die Zeit ein Aufschub des Gerichtes, eine Gnadenfrist, eine Gnadenzeit, wo jeder, der wollte, umkehren konnte. Und wie gesagt, ich glaube, wäre der nächste König genauso treu geblieben, hätte Gottes Gericht weiter aufgeschoben, weil Gott ist langmütig. Was hat Josia getan in kurzen Sätzen? Noch bevor er selbst erweckt war, hat er den Tempel restaurieren lassen und das zeigt mir, dass er grundsätzlich ein hohes Verantwortungsbewusstsein gehabt hat und einen grundsätzlichen tiefen Respekt vor Gottes Haus. Das ist wichtig. Als er das Wort gehört hat, ließ er es tief an sein Herz heran. Er hat es nicht abgewiegelt, er hat es nicht gerechtfertigt, er hat es nicht runtergespielt. Er hat seine Schuld und die Schuld des Volkes erkannt und sich von einer Prophetin sagen lassen, wie es weitergehen soll. Nicht eigenmächtig, schnell entschieden, was ja, da, also sogar, ah ja, gut, passt, mach ein Check, jetzt machen wir das und das, jetzt gehen wir mal, was sagt der Geist Gottes, und der Geist Gottes spricht durch die Propheten. Die Prophetin ist gerade auch nicht da, fragen wir, was soll man tun? Und dann hat er nicht alleine nur für sich Buße getan, wie Manasse, sondern er hat vor dem ganzen Volk das Wort verlesen lassen und den Bund mit Gott erneuern lassen. Und dann ist er mit Mut, mit Energie drangegangen, den Götzendienst völlig aus Israel zu beseitigen, so wie es kein anderer vor ihm je gemacht hat. Das Passa gefeiert, wie es seit 700 Jahren nicht mehr geschehen ist. Und das Passa steht hier am Ende. Aber das Passa ist doch das Erste. Das Lamm Gottes, welches uns befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Sünde, das ist der Grund aller Dinge. Da führt die Reformation immer zurück und darum ist das Passa eigentlich auch eines der ersten Werke. Und zu den ersten Werken der frühen Kirche gehörte auch das Mahl des Herrn, das wir dann beim Mittagessen feiern werden. Brot und Wein vorm Gulasch. Ja. Dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, Gott ist barmherzig. Gott hat uns angenommen und befreit und errettet. Dahin muss die Reformation führen. Und dieses Bewusstsein, dieses Verankertsein in Gottes Barmherzigkeit, wenn das nicht mehr da ist, dann wären wir unempfänglich für Gottes Wort. Darum sollten wir unseren Anker wo setzen? In Gottes Barmherzigkeit, im Passa. Danke. Amen. Wir singen.